Es gehört ja schon einiges dazu, den besonnenen und moderaten Politiker Wolfgang Bosbach aus der Ruhe zu bringen. Aber tatsächlich, Katrin Göring-Eckardt hat es geschafft. Bosbach ist so richtig aus der Haut gefahren aufgrund dieser ideologischen Behauptungen von Katrin Göring-Eckardt, die sie in dieser Fernsehsendung so ablässt. Wenn man die Schlepper nicht mehr will, dann muss man denen schlicht und ergreifend die Geschäftsgrundlage entziehen und dann muss man einen sicheren Weg nach Europa schaffen. Ich weiß, wie unangenehm ich bin ist, wütend wenn ich darüber. Das... Es ja, ist nicht das unangenehm. Ist ich bin darüber wütend. Ich weiß, weil die Wahrheit wehtut. Natürlich lassen wir uns dieses Spektakel nicht entgehen und Sie können sich gleich selber davon ein Bild machen. Aber ich kann Ihnen jetzt vorab schon verraten, gerade eben im Netz wird heftig diskutiert. Es prallen unterschiedliche Meinungen aufeinander und daher bin ich ganz besonders gespannt, was Sie dazu sagen. Katrin Göring-Eckardt ist ja in der Vergangenheit schon immer wieder durch ja zum Teil haarsträubende Aussagen aufgefallen. Und genau das belegt sie auch im ersten Ausschnitt, wo sie sich zu der aktuellen Flüchtlingssituation äußert. Schuld sind aber nicht die Schlepper, sondern schuld ist erstmal die Abschottungspolitik. Dadurch sind die Leute ertrunken. Es ist ganz schlicht. Wir haben unsere Grenzen zugemacht. Das ist gerade ganz richtig gesagt worden. Triton ist eben kein Seenotrettungsprogramm, sondern es ist ein Grenzsicherungsprogramm. Und diesen Unterschied müssen wir machen. Und es muss klar sein, dass die Leute, die auf diesen unsicheren Booten sind, zunächst mal gerettet werden und dass sie nicht mehr auf diese Boote steigen müssen. Wenn man die Schlepper nicht mehr will, dann muss man denen schlicht und ergreifend die Geschäftsgrundlage entziehen und dann muss man einen sicheren Weg nach Europa schaffen. Und genau hier war der Moment, wo Wolfgang Bosbach so richtig der Kragen geplatzt ist. Wir werden es gleich sehen. Davor habe ich aber noch eine ganz erschreckende Information, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum setzt sich denn Katrin Göring-Eckardt so sehr für die Flüchtlingshilfe bzw. Seenotrettung ein, dann könnte die Antwort sein, dass sie und ihr Ehemann einen Verein gegründet haben, der genau das macht, nämlich Seenotrettung. Und dieser Verein, und jetzt wird's ganz kurios, der wurde auch in dem aktuellen Bundeshaushalt der Ampelkoalition finanziell mit über 2 Millionen Euro unterstützt. Und dementsprechend fragte die Bild-Zeitung schon vor einigen Wochen ganz provokant, verhalf grünen Politikerin ihren Liebsten zu Millionen? Hier steht eben die große Frage im Raum, hat Katrin Göring-Eckardt ihre Macht missbraucht und dem Verein und damit ihrem Ehemann Steuergeld zugeschoben? Das Ganze jetzt einfach nur mal als Hintergrundinformation und jetzt sehen wir tatsächlich Wolfgang Bosbach, der so richtig aus der Haut fährt. Dann will ich Ihnen mal sagen, was das im Klartext bedeutet. Bitte. Variante Nummer 1, wir holen die Menschen ab und bieten ein sicheres Geleit nach Europa. Dann geht es nicht um die 150.000, 200.000 Flüchtlinge, die in Libyen sind, bei 1 Million Einwohner. Da geht es um ganz andere Zahlen. Und dann werden diese, angenommen, wir holen jetzt die, die in Libyen sind. Es werden immer weiter Menschen aus den Armutsgebieten dieser Erde in den Norden von Afrika fliehen, in der Hoffnung auf sicheres Geleit. Oder die zweite Variante. Ich weiß, wie unangenehm es ist, wenn ich weiß, wie unangenehm es ist, wenn ich weiß, wie unangenehm es ist, weil die Wahrheit wehtut. Mir ist nicht die Wahrheit, die Wahrheit tut weh und es ist tatsächlich eine große Befriedigung für mich zu sehen, wie Katrin Göring-Eckardt so richtig innerlich vor Wut kocht. Doch damit nicht genug, gleich sehen wir noch Wolfgang Bosbach, der dem Ganzen die Krone aufsetzt und Katrin Göring-Eckardt so richtig die Realitäten vorrechnet. Davor würde mich aber noch interessieren, würden Sie denn Bosbach zustimmen, dass es totaler Irrsinn ist, wenn Flüchtlinge außerhalb von Europa Asyl beantragen können? Ich bin hier tatsächlich genau der gleichen Meinung. Schauen wir uns einfach mal die Weltkarte an, dann sehen wir zum Beispiel, wenn solch ein Zentrum in Nordafrika wäre, dann würde das einen enormen Flüchtlingsansturm durch Afrika hindurch bis nach Nordafrika auslösen. Das würde doch letztendlich zu einer enormen humanitären Katastrophe führen. Und wenn wir uns heute schon diese Bilder aus den Lagern anschauen, da bin ich wirklich bestürzt. Ich bin der Meinung, das dürfen wir auf keinen Fall noch bestärken, sondern es muss alternative Lösungen für dieses Problem geben. Und welche Probleme wir derzeit in der aktuellen Situation haben, das hören wir jetzt von Herrn Bosbach. Wir können nicht jedem, der als Flüchtling oder Asylbewerber oder aus einem anderen Rechtsgrund kommt, den einen Arbeitsplatz oder den Arbeitsplatz garantieren.
Darunter sind auch Analphabeten. Die werden wir alphabetisieren müssen. Manche werden wir umalphabetisieren müssen in unser Alphabet. Dann müssen wir Sprach- und Integrationskurse anbieten. Dann müssen wir unterscheiden zwischen denen, die anerkannt werden, zwischen denen, die abgelehnt, aber geduldet werden, und zwischen denjenigen, die unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Aufenthaltsrecht haben. Hier werden einige sehr wichtige Punkte angesprochen, und ganz besonders bestürzt hat mich die Wohnungssituation in ganz vielen Großstädten. Ein drastisches Beispiel dafür war erst neulich ein Bericht, wo eine Rentnerin aus ihrer Wohnung herausgeworfen wurde, und zwar nach 23 Jahren, um eben den Platz zu schaffen für neu Zugezogene. Und das, finde ich, ist eine Frechheit, die es in Deutschland eigentlich niemals so geben dürfte. Würden Sie mir hier zustimmen, schreiben Sie es doch mal in die Kommentarbox. Vielen Dank und bis bald.